Ja, hallo, ich bin hier gerade in Lehrte. Wir sind hier an der alten Schlosserei. Das ist sehr traditionell hier in Lehrte, war ja früher mal eine Zuckerfabrik und das ist das, was übrig geblieben ist. Ja, dann machen wir mal gerade so einen Stammtisch von den Grünen. Haben auch schon ein paar neue Leute heute gehabt, die gekommen sind, um sich mit uns zu unterhalten. Und vorher haben wir was total Spannendes gemacht. Da waren wir nämlich bei einem Unternehmen, was Häuser baut und nicht nur Passivhäuser, sondern auch ein Sonnenhaus. Das heißt, sie kommen mit unglaublich wenig Energie aus, haben mit ihren Solaranlagen, thermische Solaranlagen und mit einem riesen Heizwassertank, den sie in das Haus integriert haben mit 7000 Litern, schaffen sie das über die Solaranlage oben auf dem Dach praktisch nur mit ganz wenig Holz das ganze Haus zu beheizen, mit der Sonne und mit Holz. Also super Sache. De facto muss man da ungefähr für dieses ganze Haus mit 170 Quadratmetern nur 250 Euro für das Holz ausgeben, denn die Sonne ist ja umsonst. Eine gute Sache, das haben wir uns angeguckt und das könnte natürlich auch eine Option sein für den einen oder anderen Grünen, der sagt, ich will was für die Ökologie tun, ich will was fürs Klima tun und ich will was für meinen Geldbeutel tun. Also erkundigen, wir wissen, wo es mehr Infos gibt. Tschüss!